Ziel von dieser Sonnenfinsternis ist, zu Allah Azza wa Jalla zurückzufinden und ihm anzubeten. Das heißt, die Strafe wird herunterkommen. Wo stehst du, wenn jetzt die Strafe Allahs herunterkommen wird und du hast nicht gebetet, du hast keine Reue gemacht, du hast keine Dua gemacht, du hast keine Hilfe von ihm verlangt? Wie kannst du erwarten, dass du das leicht überleben wirst? Der Absturz von Flug 4U9525 über Frankreich macht fassungslos. Die Germanwings-Maschine stürzte über den Alpen ab, 150 Menschen starben. Und jetzt musst du alles tun, dass du wieder Allahs Barmherzigkeit hoffen kannst und dass sein Zorn dich nicht treffen kann. Denn heute wird was passieren. Denn diese Tage wird dir selber in den Nachrichten hören, dass es jemanden treffen wird. Das wird gewaltig sein. Diese Animation zeigt, wie der Airbus A320 gegen 10.53 Uhr plötzlich massiv an Höhe verliert. Die Reiseflughöhe von rund 11,5 Kilometern hält die Maschine nur eine Minute lang, geht dann in einen etwa 8 Minuten langen Sinkflug. Der Grund dafür völlig unklar. Die Germanwings-Maschine war auf dem Weg von Barcelona nach Düsseldorf. Rätselhaft dabei, einen Notruf setzen die Piloten während des Sinkfluges nicht ab. Das heißt, es kommt Strafe runter. Bestimmt werden wir das vielleicht hören, weil wir leben in moderner Zeit, wo Medien überall Nachrichten verbreitet werden. Aber auf der Erde wird was Gewaltiges passieren, was bestraft wird. Und er sagt, und von dieser Weisheit ist, dass Allah nicht nur den Sündigen bestraft. Auch Leute, die keine Sünde haben, werden vielleicht getroffen. Und das ist auch eine Ermahnung an die Leute, die gesündigt haben. Schaut, Allah ist zu allem fähig. Denk ja nicht, dass er dich vergessen hat. Schau, sogar ein Mensch, der nicht gesündigt hat, kann ihm die Strafe treffen, kann Allahs Urteil über ihm zukommen. Und genauso zu dir, o Mensch, der gesündigt und immer noch keine Reue zu Allah Azza wa Jalla sucht und die Vergebung bei Allah Azza wa Jalla versucht zu erreichen. Besonders merkwürdig, wenige Minuten vor dem Aufprall müssen die Piloten gemerkt haben, dass sie auf eine Felswand zusteuern. Auf rund 2000 Metern Höhe aber kommt es zur Katastrophe. Der Airbus zerschellt, von der Maschine bleiben nur tausende Trümmerteile. Stunden später erreichen die ersten Rettungskräfte die Unglücksstelle. Ihnen bleibt zunächst nicht viel mehr, als die Leichen zu bergen.